Schon wieder haben Klimaaktivisten eine beliebte Sehenswürdigkeit angegriffen. Mit Farbe. Diesmal betroffen die Wasserspiele in Kassel. Die Wasserspiele gehören zum Kulturwelterbe der UNESCO. Tausende Besucher strömen dorthin. Die Aktivisten von Klimagerechtigkeit Kassel wollten mit der Aktion gegen die Wasserverschmutzung eines Großkonzerns demonstrieren. Doch die Besucher des Parks zeigen wenig Verständnis. Ich finde es gar nicht gut, was die da erbracht haben. Also ich muss sagen, das ist No-Go. Es gibt sicherlich andere Möglichkeiten, um auf Klima und sonstige Sachen aufmerksam zu machen, als einfach sich, ich sag mal, in der Kultur zu vergreifen. Und wer zahlt jetzt die Kosten für Saubermachen? Also ich finde Aktivismus immer gut, aber sobald man da Sachschaden betreibt, davon halte ich einfach nichts. Die Polizei kann 4 Klimaaktivisten vorläufig festnehmen. Ob die Farbe schädlich für die Umwelt ist, muss jetzt geklärt werden.